Du? Bist du zufrieden? Ach, hallo Borkeide, hallo Welt. Ja, hallo. Wir schon wieder am Montag. Matze, wie immer, und Lutze, wie auch immer, fast immer. Wir haben viel zu tun in letzter Zeit, ne? Och, ab und zu. Ja, wir haben hier mit Videos zu tun und. Es ist Montag und ja, Matze, hast du mir was mitgebracht? Ja, genau, hier kannst du übrigens wieder haben. Ist komplett gefloppt bei mir zu Hause. Oh, mit dem Zeug, ich fasse das nicht an. Ja, und warum, könnt ihr hier sehen. So, Lutze, dein Corona, danke, aber lass das mal im Kühlschrank, bis vorbei ist. Na toll, jetzt geht es hier auch schon los. Ich bring dir das wieder zurück. Ja, das will keiner haben bei mir. Was hast du denn am Kühlschrank gesagt? Mal ja, das lebt schon. Die wollen alle nicht mit das Corona lebt, zu tun haben. Das lebt, bei Mats im Kühlschrank lebt es, also da sollte man nicht hingehen. Genau, deswegen sind wir ausgeritten am Samstag und haben schnell einen Arbeitseinsatz gemacht. Noch dürfen wir. Oh, ist ja kalt. Nächste Woche. Bäh. Was soll ich sagen? Leute, Corona ist wieder da. Arbeitseinsatz war im Waldbad gewesen, genau, am Samstag noch. Wir haben noch einen schnellen Arbeitseinsatz gemacht und haben alle Schränke von den Wänden weggeräumt, Bilder abgenommen und alles, was so nötig ist, weil wir endlich mal nach wie vielen Jahren, 16, 17 Jahren, das komplette Sozialgebäude einmal durchpinseln lassen. Und das hätten wir alleine gar nicht geschafft. Deswegen nehmen wir uns da professionelle Hilfe. Und das Wiedereinräumen und die weiteren Arbeitseinsätze, die sind geplatzt. Erstmal. Da wir ja quasi mit dem Bad im Bereich der Öffentlichkeit stehen, also das ja auch dem Amt Brück oder der Gemeinde Borkheide gehört, können wir da natürlich nicht jetzt zum großen Arbeitseinsatz während der generellen Schließung von öffentlichen Einrichtungen aufrufen. Deswegen, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Wir machen natürlich noch Arbeitseinsätze vor Saisonbeginn und ich gehe davon aus, die kommen auch. Genau. Und was man auch lesen konnte, war, dass eventuell vielleicht, oder man weiß es noch nicht, es ist ja noch eine Weile hin, der Waldbadlauf nicht stattfinden kann. Aber das wissen wir noch nicht. Das ist aber, heißt aber für mich, dass ich mit dem Training aufhören kann und mich wieder... Nee, du läufst schon weiter. Waldbadlauf, ja, das ist noch ein Stück hin, der 1. Mai. Wir haben auch für uns da sehr wenig Vorbereitungen, wo wir zusammensitzen müssen. Aber wir werden sehen, wie sich das in Summe bis dahin gibt. Genau. So, und eins der letzten Veranstaltungen, die wir noch genießen konnten, und das bei relativ schönem Wetter, ein bisschen kalt war es gewesen, war, Matze, na, kannst du dich erinnern? Na, natürlich, das Angrillen in Altborg. Das Angrillen in Altborg bei der Hoffleischerei Kaplik. Matze hatte Kopfschmerzen, glaube ich. Ich, nein. Hattest du nicht? Nee. Nee, da gab es Fleisch. Ich könnte jetzt sagen, wer Kopfschmerzen, aber das verrate ich nicht. Bratwurst. Was war das? Es gab Kräuterbratwurst, andere Bratwurst und geplatzte Bratwurst. Ja, Bärlauch zum Beispiel. Bärlauchbratwurst. Bärlauchbratwurst und geplatzte, hat er Steaks, normale Steaks. Ja, wie und man, der Hofladen war auf und es gab auch das ein oder andere Präsent. Wie man sehen konnte, waren die Leute nicht so ängstlich und da waren doch der eine oder andere dort und hat sich nochmal gütlich getan, denn ich glaube, in näherer Zukunft wird so eine Veranstaltung nicht mehr ohne weiteres stattfinden. Jetzt findest du das Bild mit der komischen Verwendung des Desinfektionsmittels wieder? Das hier. So nicht übrigens. Aber das muss man manchen Leuten noch erklären. Man hat gesehen, auch dafür war schon vorgesorgt gewesen und ja. Wir haben tatsächlich 4 Rollen Klopapier gesehen. Und die wurden nicht von alleine plötzlich alle. Die wurden nicht alle. Und war wirklich schön gewesen und lecker gewesen. Und ich habe auch schon am Freitag eingekauft. Der Ingo hat natürlich jetzt immer freitags von 8 bis... 9 bis 18? 9 bis 18? Nicht von 9 bis 17? 9 bis 18. Bis 9 bis 18 Uhr geöffnet. Und dort nicht kann man, die ganze Woche, ja. Nur freitags. Und da kann man sich frische Wurst- und Fleischsachen von der eigenen Schlachterei anzeigen lassen. Und er hat ja einen Rundgang, wir hatten ja das Video schon oben letzten Montag, ja. Einen Rundgang durch die Fleischerei gemacht, die wirklich top modern ist mittlerweile. Uns hat Ingo auch sehr viel Spaß gemacht, am Wochenende nochmal allen Besuchern da die ganze Umbaumaßnahme von vorn bis hin zu erklären. Waren noch sehr viele interessante Rundgänge geworden am Ende für die Besucher. So, das war die Veranstaltung und die nächstfolgende Veranstaltung, die am Sonntag auch noch dran war, ist schon ausgefallen gewesen. Das war der besondere Abend, Quartetto Tonale von Edda Hage.
Die ist leider dem Corona-Hype zum Opfer gefallen. Dort wurde schon die Notbremse gezogen. Und weiter geht's ja auch mit der Notbremse in den Schulen und Kitas ab Mittwoch. Schule und Kita. Ich habe heute nochmal Unterricht gehabt in der Schule beim Neigungsunterricht. Das war wohl für die nächsten Wochen höchstwahrscheinlich das letzte Mal. Ab Mittwoch, wie gesagt, Kita und Schulen geschlossen. Es gibt Notbetreuung, aber man kann sich da belesen auf der Seite vom Amt Brück, genau. Hier nochmal eingeblendet und natürlich auf der Borgheide-Seite auch nochmal hier mit eingeblendet. Und wir haben eine Aufzeichnung nochmal mit dem Bürgermeister, der dazu selber was sagen möchte. Und die seht ihr jetzt hier. Ja, herzlich willkommen hier wieder bei Borgheide News TV und wir begrüßen hier wieder unseren Bürgermeister von Borgheide, den Andreas Kreibig, mit den neuesten Meldungen bezüglich Corona. Andreas, nochmal vielen Dank, dass du hier auch mal Rede und Antwort stehst und auch über die sozialen Netzwerke wie Facebook und natürlich über unseren Kanal die Infos an deine Mitmenschen hier in Borgheide und drumherum bekannt gibst. Ich glaube, ihr habt ja im Moment recht viel zu tun, was dieses Thema angeht und du bist hier, um die neuesten Infos brandneu hier vor die Kamera zu bringen. Brandneu, ja, so ist es. Also brandneu heißt, eigentlich haben wir ja die meisten Informationen oder fast alle immer eingestellt auf Facebook, sind auch auf den Internetseiten des Amtes, auf unserer Borgheide.de Seite eingestellt. Nur mal, meistens ist es trockener Stoff zum Verständnis, zum besseren Verständnis. Und zwar hatten wir zu Anfang mal eingestellt, ist vielleicht schon wieder so ein bisschen untergegangen, dass der Landkreis, die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark schon seit Donnerstag eine Hotline geschalten hat, wo man sich hinwenden kann. Dort sitzen zwei Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes und beantworten allgemeine Fragen zum Virus. Die sind mal zu erreichen unter 033 841 9 11 11. Ja, wir haben es hier nochmal mit eingeblendet und schreiben es auch nochmal mit unten drunter. Richtig, das ist gut so. Dann haben wir ja gestern Abend nochmal gesessen mit den Bürgermeistern des Amtes und mit dem Amtsdirektor und mit Verwaltungsangestellten und haben uns mal so ein bisschen eine Marschrichtung gegeben, wie das jetzt erstmal weitergeht. Also sagen wir mal heute, aber heute ist ja anscheinend schon wieder alles überholt. Mhm. Aber jetzt sind erstmal die Sachen, die gestern und heute so von der Verwaltung her und von uns so zusammengetragen worden sind. Das heißt, die Festlegung, dass die Kita, Hort und ETBA meines Amtes Brückes ab 18.03. auf Notbetreuung umstellen, ist ja schon bekannt. Dazu gibt es ja dementsprechend die Anträge, die online sind oder die auch bei den, jetzt sind ja nun die Einrichtungen zu, aber bei den Kitas und bei der zuständigen ITBA bzw. Hort entgegengenommen werden konnten zum Aushöhlen, um dementsprechend einen Betreuungsplatz zu bekommen bei den dementsprechend dort auf dem Zettelbuch vermerkten versorgungsrelevanten, sage ich mal, oder ja, versorgungsrelevanten Berufen. Diese Formulare bitte wieder dort abgeben, also im Hort, in der Kita oder in der ITBA. Briefkasten der Einrichtungen, wie gesagt, gehen natürlich auch, aber besser ist natürlich eine direkte Abgabe. Dort wird dann geguckt, ob der Anspruch erfüllt ist und in der Verwaltung natürlich auch nochmal, wenn die Ansprüche dementsprechend erfüllt sind, werden auch die Plätze dementsprechend angeboten für die Kinder. Man muss natürlich dazu wissen, tritt ein Corona-Fall auf, ne, dann ist auch die Notbetreuung in der Einrichtung passé. Also hätte ich mal dann heißt das, die Einrichtung wird geschlossen. Also eine kurze Frage zu dir, Notbetreuung, wie lange wird es dauern mit der Bearbeitung der Anträge? Das geht recht schnell. Geht recht also schnell. Ab Mittwoch soll ja die Notbetreuung sein, bis morgen sollen die Anträge eigentlich abgegeben sein, eigentlich okay. Früh. Ja. Und dann wird doch recht zügig dort und dementsprechend auch bearbeitet. Also so, dass an und für dich morgen Nachmittag beim Abholen oder die Information gegeben wird, ja, morgen ist wieder Betreuung oder eben die Betreuung ist dann eben nicht mehr möglich. In dem Moment, wenn man sich an die Regeln hält, die dort vorgegeben sind, mit den entsprechenden hier Berufen, die hier draufstehen, wer den Antrag nicht gesehen hat, hier sind eingetragen Energieversorgung, Informationstechnik, Telekommunikation, Transport und Verkehr, das heißt Bahn, ÖPNV, Luftverkehr, Post, Gesundheit, dazu zählt medizinisches Personal, Apotheken, Bestattungswesen, Wasser, Abwasserentsorgung, Ernährung, Herstellung, Groß- und Einzelhandel, Abfallentsorgung, Tierkörperbeseitigung, Polizei, Bundeswehr, Verwaltung, alle Ebenen von Bund bis Kommune, Erzieher, Berufsfeuerwehr, Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen. Die sind hier erfasst. Die sind auch, also das sind auch die Sachen, die über den Landkreis bzw. über das Land gekommen sind.
Ja, mal sehen, wir hoffen, dass das, ja, wir wissen ja nicht, wie lange das dauert. Mhm. Also wir haben ja noch keine Zahl vorgegeben, wo gesagt wird, okay, jetzt ist die Notbetreuung vorbei. Kann halt, an und für sich wird ja gesagt, bis zu den Osterferien oder nach den Osterferien, also bis sie zu Ende sind. Mhm. Mal sehen, ob noch andere Entscheidungen getroffen werden, ob das verlängert wird oder verkürzt wird. Aber ich, wie gesagt, das wissen wir alles nicht. Das ist ja hier stunden- und tagesabhängig. Dann haben wir das Nutzungsverbot für sämtliche gemeindlichen Einrichtungen für private Zwecke oder Vereinszwecke erlassen worden. Das heißt, es dürfen nicht genutzt werden die Schule für private Zwecke, die Kita natürlich für private Zwecke, das Gemeindehaus, der Sportplatz, das Sportplatzgebäude, der Jugendclub und ebenfalls auch nicht für Aktivitäten, die dort betrieben werden von Vereinen oder von Interessengruppen. Das ist alles untersagt, erstmal bis zum 13.04. Mhm. Ist dem so, ist das untersagt. Hm. Das heißt, das Amt ist ja momentan auch geschlossen, seit heute. Ja. Die sitzen alle dort drin, beziehungsweise einige Mitarbeiter werden sukzessive nach und nach in Homeoffice arbeiten, um, wie ich schon mal erwähnt habe, die Verwaltung aufrechtzuerhalten. Mhm. Auch wenn dort Fälle auftreten, sodass doch noch Sachen bearbeitet werden können, vor allen Dingen Einwohnermeldeamt, aber das ist natürlich kein Homeoffice. Und dementsprechend auch das Standesamt, mhm. aber andere wichtige Mitarbeiter sind im Homeoffice, zumindest dass wichtige Anträge und durch die Finanzströme weitergehen können. Wer dementsprechend Fragen hat oder Termine vereinbaren möchte mit der Verwaltung, der kann sich da wenden, auch in Brück unter Vorwahl 033844620 oder per Mail an info@amtbrück.de. Die Zentrale ist jetzt in dieser Woche also besetzt, jeweils von 6 bis 18 Uhr. Mhm. Und dort werden dann Fragen und Anliegen aufgenommen, beziehungsweise mögliche Kontakte, Termine vergeben. Ja? Und wer wirklich dringende Fragen hat, kann das auch gern nutzen. Das ist kein Problem. Also wie gesagt, Geburten und Sterbefälle und so weiter werden auch weiterhin laut Gesetzesvorlage innerhalb von 3 Tagen beurkundet, wenn nicht noch irgendwelche besonderen Ereignisse dem entgegenstehen. Ja, wir als Gemeinde sind auch stark eingeschränkt. Also wenn möglich, sollten wir keine Gremiensitzungen durchführen, also keine Ausschusssitzung, es sei denn, sie sind wichtig. Außerdem momentan sind noch Gemeindevertretersitzungen, Amtsausschusssitzungen und die Stadtverordnetenversammlung in Brück. Mhm. Die sind ausgenommen, also wir haben aber erst im Mai eigentlich theoretisch, wir haben im Mai erst wieder die nächste Gemeindevertretersitzung gehabt, wir haben Donnerstag erst eine. Und meine nächste Sprechstunde ist dann auch erst am 18.04. Okay. Ja, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, jetzt sei denn, kommen da noch andere Verbote, das können wir nicht wissen. Ansonsten telefonisch ist klar, bin ich erreichbar unter der Festnetznummer Borkeide 40354, das ist die Gemeindehaus, ist umgeleitet auch auf mein Handy, also bin ich auch dort erreichbar, um Fragen oder Anregungen oder Anträge weiterzuleiten. Oder eben halt diese Anträge können natürlich auch bei mir in den Briefkasten gesteckt werden im Gemeindehaus. Und ich werde dann auch zumindest am Ende der Woche oder Anfang nächster Woche wieder einen Termin vereinbaren in Brück in der Verwaltung, wo ich da vor Ort bin und den auch abgeben könnte. Voraussichtlich, oder kann natürlich auch durchaus sein, dass wir wieder angerufen werden, so wie gestern Nachmittag zum Abend hin. Kommt mal, wir müssen mal ein paar dringende Sachen besprechen. Mhm. Also das ist immer möglich. Ich sag mal, jedem muss bewusst sein, dass auch die angebotene Notbetreuung entgegenkommen ist, weil, wie ich schon gesagt, tritt ein Corona-Fall auf oder ein Verdachtsfall, wird so gehandelt, dass die Einrichtung geschlossen wird, ne? Ist klar, und die Kontaktpersonen in Quarantäne gehen. Mit Stand von gestern Abend haben wir im Amtsbereich Brück auch einen Corona-Fall und die Kontaktpersonen sind laut Kenntnisstand des Amtsdirektors auch in häuslicher Quarantäne. Hm. Hier in Borkheide ist noch kein bekannter. Amtbrück wurde okay. gesagt. Und, okay. Ja. Also kann auch von hier sein, theoretisch. Theoretisch auch von hier, ja, sein. Okay. Ja, richtig. Gut, ich denke mal, wir hoffen mal, dass es uns hier mehr oder weniger gut verschont. Hoffen wir mal. Über weitere Infos oder so wirst du zeitnah informieren? Also man muss auch jetzt nicht unbedingt große Angst haben um die Versorgungssicherheit. Also da sind jetzt auch zumindest im Bereich der Versorgung von älteren Bürgern oder eben nicht mehr mobilen Bürgern ist man dabei zu organisieren, dass die Versorgung dann
auch gewährleistet wird. Ja, wichtig. Dementsprechend sollte dazu eigentlich noch eine Nummer geben, die man anrufen kann am Abend, aber die ist noch nicht da, kommt vielleicht noch, weil ich könnte mir vorstellen, wir hatten auch angeregt, dass diese eine Nummer vielleicht irgendwann zu sehr überlastet ist, dass man da ja nicht mehr durchkommt. Mhm. Aber wer auch trotzdem Hilfe braucht, kann auch bei mir anrufen, Gemeindehaus 40354, ist wie gesagt Umelett und Fanny, und wenn nicht, rufe ich zurück, wenn die Nummer angezeigt wird, weil manchmal kann man ja nicht sofort ans Telefon gehen, ist klar, aber wie gesagt, das wäre möglich, und dann organisieren wir auch eine Hilfe, die dementsprechend zustande kommt, denke ich schon. Okay, so weit, so gut oder eben nicht gut. Wir können es eh momentan nicht ändern. Wir können es nicht ändern. Und wir haben noch Glück, dass wir kein Ausgehverbot haben, wie in Italien oder Österreich, steht es auch schon kurz davor. Kurz davor, ich sag mal, das muss man sich überlegen. Oder mal, deswegen sage ich, da muss jetzt jeder auch daran denken, weil das ist nachher am Ende wirklich die Konsequenz, die vielleicht morgen oder übermorgen schon verhängt werden kann. Mhm. In Spanien redet man jetzt mittlerweile von 15 Tage Ausgangssperre. Und jetzt stellt euch mal vor, alle da draußen, ihr müsst 15 Tage im Haus bleiben. Mhm. Oder 15 Tage, na gut, du kannst noch aufs Grundstück rausziehen, aber dann kein öffentliches Leben mehr. Das heißt, wie das geregelt ist mit dem Einkauf, sicherlich wird es da dann auch noch Lösungen geben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wie das am Ende so ist. Man muss sich einfach auch mal weiterdenken, vorstellen, in so einem Lebensmittelmarkt tritt so ein Fall auf einer Kasse. Hm. Also das Personal wird es nicht geben. Hm. Aber es ist jetzt nicht eine Aufforderung, um da jetzt hinzugehen und die Läden zu plündern, weil auch hinterher, wenn die Läden wirklich mal im Worst Case geschlossen sind, gibt es immer noch Versorgungsmöglichkeiten, die gesichert sind, zumindest in der Grundversorgung. Okay, soweit zu dem Thema. Wie gesagt, weitere Infos werden wir zeitnah immer zur Verfügung stellen, wie es möglich ist. Man sollte halt mal weiter in den sozialen Medien schauen, beziehungsweise auch mal bei uns hier, bei Bockheide News TV. Nicht jeder ist bei Facebook, ist auch nicht jeder mit YouTube bewandert. Wir versuchen natürlich so, auf der Website von Bockheide findet man Infos. Vom Amt Brück findet man Infos. Landkreis hat Infos, also das sind so die Maßen, also für uns ist ja das Amt zuständig und da sind wir am Maßen und die kriegen ja die Infos. Mhm. Hoffen wir, dass sie alle auch immer kriegen. Das ist ja auch so eine Sache, weil der erste Fall ist so eine Pandemie seit, weiß ich nicht, seit der spanischen Grippe. Das war irgendwo 1900 und 5, 6, 7, 8, 9. Mhm. Da gab es sowas alles noch nicht. Da sind doch ein paar mehr Leute verschwunden. Ja, viele. Und hier sind wir jetzt ja heute schon in dem modernen Zeitalter, sag ich mal, wo man wirklich viele Informationen rüberbringen kann. Vielleicht ist auch nicht alles verständlich, das ist auch sicher so oder kann auch so sein, aber man kann nur fragen, nachfragen ist immer besser als zu meckern. Jedenfalls, gut. Ja, weil ich muss auch sagen, dort drüben in der Verwaltung, die sind wirklich sehr, sehr bemüht, heißt immer, er war stets bemüht. Also das ist immer der komische Ausdruck, aber die sind wirklich fleißig dran und arbeiten da alle zusammen. Also da muss man sagen, die Informationen, die da auch gegeben werden und kommen, kommen auch zeitnah. Dass es nicht immer auf die Minute ist, ist auch klar. Aber so weit, so gut ist gut. Wir werden auch informiert drüber, werden angerufen oder Mails geschickt und alles. So, wir werden schon informiert. Und wenn es neue Sachen gibt, die sich wieder weiterentwickeln, können wir jederzeit nochmal. Ja. Bei euch im Bockheide News TV, wir haben ja, sind ja irgendwann unabhängig von YouTube, werden sie hoffentlich nicht abschalten. Man weiß ja nicht, ob sie irgendwann mal die Fernsehsender abschalten, wenn dann da auch die noch funktioniert. Funktioniert noch, also zumindest darüber kriegen wir auf jeden Fall Informationen. Ja. Gut. Ja, herzlichen Dank an den Bürgermeister Andreas Kreibich hier aus Bockheide, dass du hier zur Verfügung stehst. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns hier wieder vor der Kamera oder auch draußen, wenn soweit alles klappt. Und genieß das schöne Wetter noch. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, wie sagt man so schön, diese Sendung wurde nach unserer Sendung aufgezeichnet und vorher wieder reinkopiert. Genau, damit das funktioniert. Vielen Dank, lieber Andreas Kreibich. Dann gibt es noch eine Information von der APM. Dort geht es nämlich auch langsam in die Corona-Zeit. Und zwar mit der Krisensituation wird auch die Wertstoffhöfe werden geschlossen, und zwar ab Mittwoch, den 18. März. Man kann da nicht mehr hinfahren und irgendwas hinbringen. Die arbeiten trotzdem weiter. Nur für den normalen Kundenverkehr wird geschlossen. Und wie man lesen kann, die Entsorgung von Restabfall, Bioabfall, Papier und medizinische Abfälle wird vorerst wie gewohnt weiter fortgeführt.
Der Wasser, Sperrmüll, Elektroschrott und solche Sonderthemen, die man anmelden muss, die sind zurzeit ausgesetzt. Jo. So viel dazu. Dann gibt es noch eine Info, und zwar das Hotel Fliegerheim. Und das kommt ganz frisch rein. Wir hatten gerade noch eine andere Nachricht. Und zack, guckt man nochmal drauf. Gibt es schon wieder was anderes? Die Zeit dreht sich so schnell im Moment, ja, dass man gar nicht sagen kann, wir sagen heute das. Und gestern ist das schon wieder ein ganz anderes Thema. Dann heißt es wieder, was sagt der denn für ein Blödsinn? Ne? Ja. Das, so ist das Hotel Fliegerheim hat aufgrund der Lage in unserem Land die Öffnungszeiten anpassen müssen. Und die sind im Moment ab 12 bis 18 Uhr, also es geht nicht mehr bis 22 Uhr durch, sondern nur noch bis 18 Uhr. Und natürlich arbeitet das Hotel mit verstärkten hygienischen Schutzmaßnahmen. Wie sagt man immer so schön, 2 Meter Abstand. Du bist mir ganz schön dicht auf die Pelle gerutscht. Wir machen Flashmob Freitag, 16 Uhr. Gehen wir ins Fliegerheim. Man muss jetzt mal dazu sagen, jetzt schlagen wir da gleich noch mal rein. Es geht natürlich nicht nur dem Fliegerheim so, sondern viele kleine Familienunternehmen, wo die Mitarbeiter eventuell, wo die Kunden wegbleiben. Das ist zum Beispiel im Fliegerheim, da sind viele Sachen abgesagt worden. Ja, es geht auch um mich. Es geht zum Beispiel auch um den Nico Kleinfeld und die anderen, die dort sind. Ich denke an SBS, die dort gerade viel investiert haben und jetzt auf irgendwelche Kunden verzichten müssen und zusehen müssen, wie sie über die Runden kommen. Und die bangen natürlich einmal um ihre Firmen und einmal natürlich auch um die Mitarbeiter, die sie dort haben. Ja. Weil wenn die Firma bankrott ist, ist auch für die Mitarbeiterschicht im Schacht und das sogar dann nach dieser ganzen Geschichte mit Corona. Und das wollen wir mal nicht hoffen. Wir hoffen eher auf die ganze staatlich versprochene Unterstützung, dass das auch richtig in die Gänge kommt. Bei wem es möglich ist, der möge doch die kleinen Händler und dergleichen mehr noch mit unterstützen. Genau, wir gehen am Freitag, ne? Essens ins Fliegerheim. Wir gehen mal ins Fliegerheim. Aber du sitzt bitte an der anderen Ecke. Ich sitze hinten, ich sitze im Kaminzimmer, du sitzt im Wintergarten. Und dann schauen wir mal. Und die Frauen wahrscheinlich an der Bar oder so. Jo, so, jetzt kommen wir zum Sport, mein lieber Matze. Fußball war am Sonntag gewesen in Belzig. Ach? Nicht. Nicht. Nee. Nicht. Nichts war mit Fußball. Es wird heute ein ganz kurzer Sportbericht übrigens. Ja. Wir haben nicht verloren, aber auch nicht gewonnen. Nö. Einigen wir uns auf ein Unentschieden. Ja, Fußball wird jetzt in der nächsten Zeit auch nicht stattfinden. Ist ja abgesagt. Das sollte ja angeblich nur bis 22. April, März sein. Aber das ist länger, glaube ich. Das trifft alle, auch alle Teileinheiten, sage ich jetzt mal, des Sportvereins. Da ist im Moment auch an der Stelle alles ausgesetzt. So wie ich das gelesen habe. Ja, ist es auch. Jetzt, mein lieber Matze, fehlt jetzt... Eins fehlt noch mit, warte mal, ich muss hier noch mal ganz kurz gucken. Ich habe hier noch was drin für dich. Soll ich mal schneiden? Kannst du dich ganz dünn erinnern? Ich muss hier mal gucken, Moment. Was war diese Unordnung hier? Matze, sagt dir das hier was? Wetter, haben wir. Schön, Sonnenschein, ja. Frühlingsgefühle überall, außer virentechnisch, da natürlich wieder nicht mehr. 15 Grad habe ich heute gesehen, 15 Grad. Und es bleibt noch bis Mittwoch, Donnerstag bei frühlingshaften Temperaturen im zweistelligen Bereich. Danach geht es so Donnerstag, Freitag ein wenig, dann fährst du mein Wetter auf die andere Seite. Habe ich sie weggenommen? Guck mal, so kannst du es sehen. Donnerstag, Freitag ein bisschen mehr Bewölkung und Freitag kann sogar bis zu 3 Liter pro Quadratmeter Regen fallen. Danach gehen die Temperaturen auch nochmal in den Bereich nachts in die Frostwerte runter. Er hat Regen angesagt. Trink mal schon Corona. Ja. Da ist Mais drin. Na egal. Das Wochenende aber wieder sonnig. Ja. Bisschen frischer, 10, 11 Grad am Wochenende. Also es ist so langsam so, ich gehe doch mal raus und pflanze irgendwas in die Erde ein. Wetter und... Genau. Mehr nicht. Also wenn wir uns jetzt Wetter jetzt wieder zurückfahren auf dem Bild. Jetzt, wenn wir uns hier immer lustig machen über Corona, ja, das Leben ist halt nur mit Spaß zu vertragen. In der Tragik liegt die Komik, so einfach ist es. Und was soll man anders machen? Wir haben noch Spaß dabei. Und schon sind wir durch, Matze, glaube ich. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Ich will gar nicht mal sagen, bis zum nächsten Montag, da wir nicht wissen, ob wir nicht demnächst wieder irgendwo nochmal einen Einsatz fahren. Wir haben ja immer solche Infos, bringen sich natürlich auch gut per Bild. Wir werden mal Livestream nochmal üben. Wir schauen mal, ob wir das live hinkriegen. Dann könnt ihr eventuell dem Bürgermeister live Fragen stellen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das wollen wir noch nicht versprechen. Aber wir bleiben natürlich dran und kriegen auch immer noch Infos aus dem Amt. Und im Moment ist halt alles runtergefahren. Wir schauen, was wird. Wir sitzen noch nebeneinander. Hast du Fieber? Nee, hat er nicht. Kann auch hier bleiben mit mir. Wir sehen uns.
Raus, raus. Jo, bis zum nächsten Video. Euch alles Gute, bleibt gesund und genießt das Wetter. Bis dahin. Tschüss, euer Matze und Lutze. Ciao, ciao. Ciao.